Ach Gott, eine meiner Hassmissionen. Weil es ist eine von diesen Missionen, die in der Advance-Kampagne ausnahmsweise mal ein gutes Stück härter sind als in der normalen. Denn der größte Unterschied zur normalen Kampagne ist, dass ich in dieser Mission keine Missile-Einheit habe. Und das tut mir gegen gerade diese zwei Bomber in der Normalkampagne schon immer sehr gut. Aber na gut, es muss ohne gehen. Hier in dieser Stadt wäre wieder die Extra-Karte für den Spiralgarten, aber den werde ich mir dieses Mal nicht holen. Ich brauche die Pipe Runner einfach nicht. Es ist einfach nicht wirklich das, was man hier braucht. Aber gut, zum Setup. Prinzipiell kann man das Ganze, da es ein Pre-Deployed ist, auch mit Kanban spielen. Werde ich jetzt heute auch einfach mal versuchen. Ansonsten benutze ich hier auch gerne mal Rachel mit Jake oder mit Nell zusammen, je nachdem. Wir benutzen hier jetzt mal Kanban und Sonja, allerdings brauchen die beiden jetzt wieder andere Skills, denn der hier bringt uns außerhalb vom Kriegsnebel relativ gar nichts. Comtowers hätten wir welche. Allerdings... Geben wir uns mal einen Slam Guard. Und Sonja kriegt mal den Snipe Guard. Einfach damit man beides hat. Wobei... Ich glaube, ich nehme den hier bei beidem mit. Der könnte nämlich durchaus nützlich sein. Der Base Repair plus 2, um die Pipe Runner kaputt zu kriegen, ist das auf jeden Fall nett. So. Ich brauche einen Haufen Raketenwerfer für diese Mission. Die ich jetzt zum Glück habe. Ihr werdet mir auch gut helfen. Ja, die zwei Städte da unten lasse ich mal in Ruhe. Ich brauche die nämlich jetzt nicht unbedingt. Gedacht, ich hätte die versehentlich in seine Reichweite gestellt. Das wäre ja mal wieder ein größerer Fail gewesen. So, das muss erstmal reichen. Das, was hier schön zum Überfluss dazukommt, ist, dass unser Gegner ja Hawkey heißt. Hmm.
Haki ist heute auch gar nicht mal dumm. Eine Sache kann ich aber trotzdem schon mal machen. Ich kann hier mal ein Loch anfangen reinzuschießen. Die Basis da hinten kann er meinetwegen mal, wobei eigentlich sollte er die nicht besetzen. Na gut, besetzt er sie halt. Kann mir eigentlich egal sein. Ich habe sie ihn zwar nie besetzen lassen, aber da treffe ich so ziemlich am meisten, oder da? Habe ich mir doch gedacht, dass der da ist. Mit dem gegen Kopter brauche ah, das brauche ich nicht wirklich versuchen, ne? Bin nur gerade am Überlegen. Das ist immer so eine dieser Missionen, wo ich am meisten nachdenken muss. Eine Black Wave macht er, na gut. Ein bisschen Glück darf ja auch mal sein, ne? Mm-hmm.
Einfach nochmal so viel wie möglich reparieren hier. Raketenwerfer in seiner Reichweite gestellt hat, war übrigens pure Absicht. Jetzt kann ich zurückschießen. Ups, das wollte ich nicht machen. Den schießen wir noch schnell kaputt. Dann wechseln wir mal auf Sonja. Natürlich kommen dann nochmal mit einer Power daher. Ah ja, klar. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Na dann, schauen wir mal, dass wir jetzt so viel wie möglich kaputt kriegen. Mein Ziel ist es sowieso nur, diese drei Mini-Cannons auszuschalten.
Wegen der einen Einheit mache ich das jetzt nicht mehr auf. Erstmal der hier. So, nächste Runde kann er jetzt sowieso nicht allzu viel gegen mich machen mit einem Samurai Spirit drin. Er kann bestenfalls seine Einheiten ein bisschen formieren. Prozent hat der noch, okay. Sehr schön, das Ablenkungsmanöver damit hat auch funktioniert. Er hat immer noch seine 31%. So, da mein Schlachtschiff da unten jetzt nicht wegkriegt, habe ich das so gut wie gewonnen. Kann bei Übertreib's halt.
krieg zwar jetzt keinen wirklich guten Score da drauf, aber das ist mir auch schon egal. Hauptsache ich habe das blöde Level geschafft. Und noch einmal, weil es so lustig ist. Morale Boost! Ach, haben wir jetzt noch irgendwas kaputt? 134%, ja, das sind doch schöne Zahlen. Prozent hat er noch. Ja, mit dem schaffen wir das nicht. Aber mit dem hier. Was? Das ist noch ein S-Rang? Das wundert mich jetzt allerdings. Dass es ein paar Abzüge in der Technik gab, das war mir irgendwo klar, aber dass das noch ein S-Rang ist, puh.